Ja, hallo, das allseits so beliebte Spiel Do the Jump von Lima Sky hat jetzt ein Update bekommen und zwar die Version 2.0. Ich werde euch heute die Neuheiten dieser Version 2.0 vorstellen. Im Großen und Ganzen hat sich nicht so viel verändert, aber eine große Funktion hat sich verändert. Ja, und mit der will ich jetzt auch gleich mal anfangen. Und zwar ist das der Multiplayer-Modus. Der Multiplayer-Modus kann man gegen an, wie das schon sagt, gegen andere Leute online spielen. Und zwar muss man sich vorher mit dem Game Center verbinden, damit man diese Funktion nutzen kann. Man klickt einfach drauf und Fix sucht Game Center einen Gegner, startet das Spiel. Und dann geht's auch schon los. Da das hat eine sehr gute Online-Stabilität, deshalb kann man das auch, so wie ich gerade, mit einem Verbindungsstrich spielen. Ja, das Starten dauert immer etwas, aber ansonsten ist alles super. Online kann man bis jetzt nur in dem ganz normalen Modus spielen, nicht in den anderen Welten, nur in der klassischen Variante. Ja, zusätzlich wurden noch ein paar Bugs entfernt, gefixt, Bugfixes. Und ja, ich glaube, das hat jetzt auch läuft jetzt auch auf älteren Systemen. Weiß ich jetzt aber nicht. So, sobald das Spiel dann hier gestartet sein sollte. Ja. Also, Welten hat es leider nicht dazu bekommen und sonst auch nichts anderes. Das Einzige, was dazu gekommen ist, ist halt der Multiplayer-Modus. Hier unten sind keine weiteren Welten dazu gekommen. Ja, das Update gab es vor ungefähr 2 Wochen im App Store erhältlich. Für die, die das Spiel schon hatten, kostenlos, für die anderen 79 Cent. Von Lima Sky rausgebracht. Ihr seht, keine neuen Welten dazugekommen. Und das hat sich hier auch nichts groß geändert. Ist alles ein bisschen verändert worden hier, mit dem Facebook hier unten. Das war vorher, glaube ich, nicht. Und ansonsten ist aber alles so wie früher. Ja, hier, ihr seht, das ist jetzt hier wirklich alles wie früher. Da hat sich jetzt wirklich nichts geändert. Ja, also ich finde trotzdem den Multiplayer-Modus schön, weil man da einfach auch gegen die Freunde spielen kann. Das hat mir in der früheren einer Version gefehlt. Und jetzt haben sie endlich ein Update rausgebracht, das das so bringt. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen und bis zum nächsten Mal.